Vielen Dank, lieber Herr Professor Kaltschmidt. Ihnen ist sicher allen nicht entgangen, dass hier auch aufgezeichnet wird und zwar von einer Firma, die sich treffender nicht bezeichnen könnte als Music and Lights. Das sind zwei Personen. Wer ist Music? Ja, wer ist Lights? Das ist dann, also so ähnlich wie Bild und Ton. Ich finde es ganz gut. Ich kann es gut nachvollziehen. Also in meiner Generation würde man das so benennen, dass man weiß, was drin ist. Ja? Das ist immer ganz wichtig. Und ja, in dem Vortrag war sehr viel. Und jetzt geht es darum, das weiter zu diskutieren. Und dazu bitte ich zu mir auf die Bühne zuerst die liebe Kollegin Professorin Dr. Angelika Redder. Ein Applaus für Frau Redder, bitte. Frau Redder ist auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Professorin für germanistische Linguistik und allgemeine Sprachwissenschaften an der Universität Hamburg gewesen. Sie war auch über mehrere Jahre Seniorprofessorin von 2017 bis 2020. Und ich freue mich sehr, Frau Redder, über die Diskussion mit Ihnen, weil bei uns Technikern mit den Sprachwissenschaften ist immer so eine Sache. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Dann bitte ich zu mir auf die Bühne den lieben Kollegen Professor Dr. Michael Fröber. Herr Professor Fröber ist ausgewiesener Experte im Bereich der Grundlagenforschung in der anorganischen Chemie. Dazu gehören auch Speichermaterialien. Und er ist auch Beisitzer im Vorstand der Wasserstoffgesellschaft in Hamburg. An der Stelle, als ich das Wort Beisitzer gelesen habe, habe ich darüber nachgedacht, was so ein I doch für einen Unterschied machen kann. Ja? Gut, dann bitte ich zu mir auf die Bühne den lieben Kollegen Professor Dr. Thomas Klassen von der Helmholtz-Gesellschaft. Professor Klassen ist Institutsleiter für Wasserstofftechnologien bei Herion. Das ist jetzt der Oberbegriff ja, für diesen Bereich der Helmholtz-Gesellschaft. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Geplant ist jetzt, dass wir eine kleine Diskussionsrunde hier haben in der Podiumsdiskussion und danach das Ganze nochmal öffnen für Ihre Fragen, die natürlich auch schon alle irgendwie warten und auf die wir uns auch schon freuen. Beginnen möchte ich mit einer Frage an den Vortragenden. Lieber Professor Kaltschmidt, jetzt war das ja alles ganz spannend, ne? Ein breites Spektrum, aber jetzt fragt man sich natürlich, warum geht es noch nicht los? Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, gute Frage, nächste Frage. Also, ich meine, warum das bisher im Bereich Wasserstoff so wenig passiert ist, liegt einfach daran, dass die fossilen Energieträger verglichen mit Wasserstoff einfach zu kostengünstig sind. Ja, ich meine, es ist auch nachvollziehbar, wenn wir nur ein Loch in den Boden bohren und daraus kommt Öl oder Gas, wo wir letztlich dann die Synthesevorleistung der Natur der letzten 3, 4, 5 Millionen Jahre ausnutzen, dass das natürlich kostengünstiger ist, wenn man diese gesamte Wertschöpfungskette, die die Natur für uns gemacht hat im Bereich Öl und Gas, wenn man die selbst durchlaufen müssen, ist logisch, dass das aufwendiger sein muss. Und deswegen müssen wir halt am Ende des Tages dann entscheiden, was wir wollen. Ob wir sagen, wir wollen irgendwie Steppe bei uns in Hamburg oder zu sagen, wir wollen weiterhin unser schöner Regen und mit dem entsprechenden Kälte hier. Und dafür müssen wir dann eben für die Energie und für den damit verbundenen Aufwand auch etwas mehr bezahlen. Ja, vielen Dank. Also das hat sich ja alles so angehört und es sah so aus, als wenn alles soweit fertig wäre. Deshalb die Frage an Professor Fröber. Herr Fröber, wie ist das eigentlich aus dem Bereich der Forschung? Ist da überhaupt noch was zu tun bei der Grundlagenforschung oder wie können wir uns das vorstellen? Den Eindruck könnte man ja haben, weil die Technologien, ob es jetzt, sagen wir mal, die Elektrolyse, die Brennstoffzelle oder auch die Batterien, das ist ein ganz anderer Bereich, sind, die kennt man ja schon seit über 100 Jahren oder teilweise sogar noch länger, die Prozesse. Die sind ja auch zum Teil jetzt im Einsatz, die sind in den Jahren verbessert worden, aber man kann ganz klar sagen, dass wir im Bereich der Grundlagenforschung wirklich noch echte Herausforderungen haben, wenn ich ein Beispiel oder zwei Beispiele nennen dürfte. Und zwar, Herr Kaltschmidt hat vorhin von der Elektrolyse gesprochen. So, und die Elektrolyse erfordert in der Regel salzfreies Wasser.
Nun haben wir normalerweise kein Süßwasser in riesigen Mengen überall vorhanden. Das heißt, die Frage ist, kann ich Elektrolyseure vielleicht irgendwann bauen, die mit Salz besser umgehen können, die das Ganze tatsächlich direkt nutzen können, dass ich nicht diesen Vorreinigungsschritt haben muss. Da sind wir überhaupt noch nicht so weit. Das heißt, da müssen wir jetzt gucken, dass wir da Mittel und Wege finden. Anderes Beispiel ist, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt sehr schön die verschiedenen Derivate gesehen und Martin Kaltschmidt hat ja auch gesagt, schön wäre es ja, wenn wir sie direkt nutzen könnten. Klar, Ammoniak als ein sehr wichtiges Molekül, gerade wie gesagt für den Bereich der Dünger, ist schon mal gut, aber sehr gut, sie vielleicht noch für andere Sachen, auch vielleicht wieder energetisch nutzen zu können, ohne sie nur zu verbrennen. Es gibt auch andere Ideen, Brennstoffzellen zu entwickeln, die jetzt nicht nur auf Wasserstoff und Sauerstoff beruhen. Es gibt die Methanol-Brennstoffzelle, man überlegt auch beim Ammoniak Ähnliches zu machen, um daraus Strom zu erzeugen. Da gibt es aber auch noch nichts, was irgendwie nutzbar ist. Das heißt, auch dort müsste man tatsächlich grundlegend noch weiterarbeiten. Das heißt, das läuft parallel, das muss man sich auch mal klar machen. Die Technologien, die wir haben, sollen auch genutzt werden, müssen auch genutzt werden, damit es da auch wirklich in die Produktion geht. Aber parallel müssen wir natürlich gucken, dass wir Sachen auch noch entweder verbessern oder tatsächlich hier oder da bei dem Beispiel, den ich gerade genannt habe, auch neue Wege dann zukünftig gehen müssen. Ja, vielen Dank. Klingt alles sehr, sehr spannend. Ja, Herr Professor Klassen, wenn Herr Fröber das jetzt alles schon macht, was bleibt denn da für das Helmholtz-Zentrum noch? Ja, schön ist ja, dass wir eigentlich alle zusammenarbeiten, die wir hier sind im Cluster und jeder hat seine Kompetenzen und die brauchen wir auch alle dazu, um Sachen umzusetzen und es ist genau richtig, was ihr beiden schon gesagt habt, es gibt viele Technologien, die können wir auch heute schon einsetzen und das müssen wir auch und wenn CO2 ordentlich bepreist würde im Hinblick auf die Klimawandelfolgen, dann würde auch die Situation heute schon ganz anders aussehen. Und natürlich müssen wir immer weiterentwickeln und das machen wir ja auch gemeinsam für die nächsten Generationen. Aber es gibt schon genügend Komponenten. Wir können eigentlich jetzt schon starten und es gibt keinen technischen Hinderungsgrund, nicht jetzt schon Technologien in großem Maßstab umzusetzen. Und leider bleiben wir bislang immer hinter den Verpflichtungen, die im politischen Raum gemacht werden, zurück. Ja, vielen Dank, Herr Klassen. Also da ist noch eine ganze Menge zu tun. Liebe Frau Redder, Sie sind ja Sprachwissenschaftler und ich bin Techniker. Das heißt, ich musste natürlich mal gucken, was haben Sie so gemacht. Unter anderem habe ich gefunden, ein Interview im Hamburger Abendblatt aus dem Jahr 2019 zu einer von 100 großen Fragen des Lebens. Und dachte, aha, mit den Sprachwissenschaften, da muss ja doch irgendwie was dran sein, ne? Und dann habe ich nochmal genauer geguckt, es geht ja oft um Diskurse und diese Diskurse, die reflektieren ja auch mal ganz gut, wie weit eine Technologie, ein Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Deshalb meine Frage, wie ist denn die Art der Diskurse, in denen über Wasserstoff gesprochen wird? Können Sie das mal aus Ihrer Sicht charakterisieren, bitte? Also über Wasserstoff wird inzwischen sehr, sehr breitflächig diskutiert und vor allen Dingen in sehr verschiedenen Diskursarten. Das haben Sie geschafft mit Ihren technischen Entwicklungen, das haben wir alle mitgekriegt. Und das geht also sozusagen nicht nur bezogen auf die Problemlösungsdiskurse, die wir in den Wissenschaften normalerweise betreiben, von dem wir jetzt ein perfektes Beispiel auch bekommen haben, bei dem man merkt, dass also die unterschiedlichsten Kriterien dabei auch mitbedacht werden, ist das keinesfalls so engstirnig problembezogen betrieben wird und wie weit das auch wissenschaftlich erklärt werden kann, weshalb das diese oder jene Kosten hat. Auf der anderen Seite haben wir Strategiediskurse, wir haben auch gerade wieder gehört, bei COP gibt es also jetzt eine neu installierte Gruppe von 39 Staaten, die also planen, auf Wasserstoff zu setzen und das strategisch sozusagen für ihre Gesellschaftsstrukturen zu nutzen. Das sind vollkommen andere Diskurse. Da geht es also wirklich um Strukturierung von ganzen gesellschaftlichen Grundlagen und vor allen Dingen industriellen Grundlagen. Und darauf bezogen ist auch beispielsweise unsere Wasserstoffstrategie natürlich formuliert. Strategie heißt hier Veränderung, Transformation unserer ökonomischen Struktur, wobei an der ökonomischen Struktur als solcher nicht weiter gedreht wird und da auch gar nicht weiter gefragt wird, ob wir unter Umständen da auch mal ein bisschen anders fragen müssen, ob wir so viel Gewinne immer machen müssen, ob Wachstum jetzt sozusagen das Kriterium als solches ist und so weiter und so weiter.
Bei Strategien geht es also sehr viel stärker darum, wirklich auch zu sehen, wo will man eigentlich hin und unter welchen Bedingungen kann man das möglichst unaufwendig hinkriegen. Und was ganz anderes ist dann ein Planungsdiskurs etwa, wo ich also nach meinen eigenen Zielsetzungen entscheide und schaue, wie bewerte ich etwas auch, da ist viel mehr Bewertung auch drin, in Bezug auf die eigenen Zielvorstellungen und die eigenen Bereitschaften, jetzt bestimmte Möglichkeiten auszuschöpfen oder nicht. Und wenn man all das dann noch auf den verschiedenen Abstraktionsebenen betrachtet, dann hat man eine Fülle von Diskursen, die sehr häufig aneinander vorbeilaufen, weil man dann eben, was weiß ich, mehr oder minder privaten, individualtechnischen Planungsdiskurs, soll ich jetzt wasserstofffitte Geräte anschaffen oder nicht, natürlich ganz anders aufgestellt ist und ganz anders fragt und die Ziele ganz anders aufstellen kann, als in solchen Problemlösungsdiskursen, die eigentlich von der Wissenschaft aus angeboten werden. Und das zusammenzukriegen, da ist eigentlich die Krux. Interessant. War Ihnen das klar, dass die Sprachwissenschaften bei der Etablierung von Technologien in der Gesellschaft so eine große Rolle spielt? Also mir bisher nicht. Ich finde das hochspannend. Ich hätte noch eine kleine Nachfrage, und zwar, jetzt haben wir das Thema Wasserstoffimporte gehabt. Wie fügt sich das Thema denn ein? Gibt es da auch schon Diskurse darüber? Gibt es da auch schon Entwicklungen aus dem Bereich der Sprachwissenschaften? Das würde mich jetzt schon interessieren. Also da sehen wir sehr viel stärker, dass bereits eine Verschränkung zwischen diesen wissenschaftlichen Problemlösungsdiskursen und den ökonomischen Diskursen stattfindet. Das hat man ansatzweise auch eben gemerkt und das ist sehr viel stärker durchgearbeitet. Und wir haben inzwischen in den Bildungszusammenhängen, insbesondere im schulischen Bereich, diese Zusammenfügung in den Zusammenhängen zu denken und in den Zusammenhängen zu argumentieren, auch schon weitergeführt und haben da auch schon erste kleine Unterrichtsvorschläge und auch Einschätzungen, wie die Kommunikation aus den Wissenschaften, die diese Verschränkungen, also beispielsweise in Bezug auf Transport, machen, wie die eigentlich ankommen und wie die dann weitergedacht werden können und experimentell mal durchgespielt werden können und so weiter und so weiter. Ja, vielen Dank. Also finde ich hochspannend. Also wenn ich mal wieder eine Technologie an den Mann bringen möchte oder an die Frau, Frau Ritter, dann komme ich vorher auf Sie zu. Da scheint was dran zu sein an diesen sprachwissenschaftlichen Diskursen. Ja, dann nochmal vielleicht eine kleine Schleife. Herr Kaltschmidt, wenn Sie das jetzt gehört haben, dieses Statement von Frau Ritter insbesondere, machen wir Techniker da momentan alles richtig oder was können wir davon lernen? Ja, ob wir alles richtig machen, das weiß ich nicht. Das werden wir in ein paar Jahren sehen, ob das, was wir untersuchen, dann auch wirklich Eingang in den Markt findet. Das war eine Überraschungsfrage jetzt, ja? Also genießen Sie den Moment. Aber ich würde vielleicht die Frage ganz gern weitergeben wollen an den attraktiven Gentleman zu meiner Linken, ja? Vielleicht weiß der da mehr darüber. Ja, naja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage in der Form genau in dem Tenor, wie du es haben willst, beantworte, aber ich denke, wo wir immer noch gefragt sind, ist natürlich diese Technologien auf der einen Seite, aber auch die verschiedenen Variationen, so wie wir das eben auch heute machen, wirklich spread the news, also das wirklich unter die Menschen zu bringen, weil das muss man sich klar machen, verglichen mit den letzten 100 Jahren, wo wir auf fossilen Energieträgern unsere gesamte Wirtschaft und alles, was wir an Energie benötigt haben, basierte, das war simpel. Also da brauchen wir nicht viel drüber nachdenken. Und wir müssen nur entscheiden, ob wir Diesel- oder Otto-Kraftstoff kaufen und ob wir Gas oder Öl nehmen für die Heizung und das war's. Das wird jetzt komplexer. Das heißt aber auch für den normalen Verbraucher wird es eben nicht einfacher. Die Diskussion mit den Wärmepumpen haben wir gerade erlebt. Ne? Und jetzt geht es auf einmal wieder runter, weil der Druck ist weg und direkte Nutzung von Strom ist nicht verkehrt, aber alle, auch die Älteren kennen auch, wir haben früher Nachtspeicherheizungen gehabt, ne? Da haben wir auch mit Strom geheizt. Also der normale Bürger ist verwirrt.
Also wäre ich auch, wenn ich jetzt nicht ein bisschen mich mit der Thematik auskennen würde und vor allen Dingen eben diese Komplexität, die im Zusammenspiel besteht, nicht in der einzelnen Technologie, dass ich sage, okay, wie funktioniert eine Brennstoffzelle oder eine Batterie oder ein Elektrolyseur, darum geht es gar nicht, aber die Verknüpfung dieser einzelnen Bausteine zu einem effizienten System ist viel komplexer geworden, als wir es früher hatten. Und ich meine, wenn uns das schon so ein bisschen, sagen wir mal, Probleme in Anführungsstrichen oder eine Herausforderung ist, ist es natürlich für Laien noch schwieriger. Und das ist unsere Aufgabe und da müssen wir diesen Diskurs auf jeden Fall noch stärker rausbringen. Und da müssen wir, so wie heute eben auch klar versuchen, diese wichtigen Facts also zu extrahieren, um klar zu machen, was sind wirklich die Pro und Cons, wie es Martin eben auch vorhin schön gezeigt hat. Ja, vielen Dank. Wie ist denn das eigentlich bei Herion? Was macht Herion dann da im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Wissenschaftskommunikation? Ich habe viele Videos schon gesehen, ganz interessant. Gibt es dann auch bestimmte Indikatoren, nach denen man den Effekt messen kann oder wie gehen Sie da vor? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Genau wie die Kollegen, wir bemühen uns ja sehr, die Wissenschaft zu kommunizieren und verständlich rüberzubringen. Da gibt es eine ganze Reihe von Formaten und wir versuchen auch schon bei den Schülern und Schülerinnen anzufangen. Wir haben ein Schülerlabor, wo eben auch mit Wasserstoff experimentiert wird, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was ist das eigentlich und wie funktioniert das. Und von der Kommunikation hängt eben sehr viel ab. Man muss verstehen, was es für neue Elemente gibt und wie man die nutzen kann. Das ist ein Medium. Wir haben Jugend forscht auch am Zentrum, die da ihre Experimente machen. Wir versuchen natürlich auch ständig neue Sachen zu entwickeln. Es braucht ja immer auch die neue Generation mit neuen Ideen, das künstliche Blatt eben, um das nachzuempfinden, was die Natur eben schon macht, Wasserstoff und CO2 zu nehmen, um das zu irgendwas zu verbinden. Also Wasser erstmal zu spalten und dann mit dem Wasserstoff und dem CO2 zu einem Zuckermolekül zu verarbeiten. Kann man auch technisch machen und das versuchen wir auch in den Schülerlabors und so verständlich rüberzubringen. Die Wasserstoffspeicher, von denen du auch gesprochen hast, die Metalle, die Metallhydride, das ist was, was noch relativ neu ist, hast du auch gesagt, wo wir aber auch erhebliche Fortschritte machen und wo man erstmal verstehen muss, dass man in einem vollen Behälter mehr speichern kann als in einem leeren. Das ist irgendwie ein Wunder, aber ja, wir versuchen das also auf vielen Kanälen und ich weiß, dass die Öffentlichkeitsarbeit auch sehr engagiert ist, das auf LinkedIn und in anderen Medien publik zu machen, die eben dann weite Verbreitung finden. Und letztlich bin ich ja auch hier in der Akademie dabei und engagiere mich, weil wir uns das ja auch zur Aufgabe gemacht haben, das ein bisschen besser zu kommunizieren in die Gesellschaft hinein, denn wir können das, wir können es schaffen, aber wir müssen eben verstehen, wie es geht und wie jeder Einzelne auch dazu beitragen kann. Vielen Dank. Jetzt nochmal zwei kurze Fragen an den Referenten und an Frau Redder. Fachnahe Fragen an den lieben Professor Kaltschmidt. Die Frage, welche Alternativen haben wir denn zum Bereich Wasserstoff? Also ich habe das Gefühl, da gibt es noch eine ganze Menge Probleme. Wir haben ökonomische Probleme, wir haben technische Probleme, wir haben die Akzeptanz. Haben wir denn wirklich Alternativen oder was können wir tun, dass wir diesen Bereich auch wirklich ausbauen können und nutzen können? Und ich hatte so, vielen Dank für die Frage. Ich hatte so versucht darzustellen, am Ende des Tages, wenn wir ein nachhaltiges Energiesystem aufbauen wollen, dann müssen wir die Energieströme der Natur uns nutzbar machen. Das ist zum einen eben Wind, das ist die Wasserkraft, was wir schon seit 100 oder 150 Jahren machen, was die alten Römer und die alten Griechen schon gemacht haben. Die haben es ebenfalls, die Wasserkraft, genutzt. Und die Solarenergie können wir uns nutzen, wir können die Geothermie nutzen, wir können potenziell die Biomasse nutzen. Aber das ist dann auch weitgehend das, die Möglichkeiten, die uns offen stehen. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten 20 Jahre anguckt, dann sieht man, dass eben die Windenergie und die Solarenergie und hier eigentlich nur die Photovoltaik eine Entwicklung gesehen haben, die eigentlich überhaupt nicht erwartbar war. Dass der Markt für Photovoltaik so explodiert, wie das die letzten Jahre global passiert ist, das hätte kein Mensch erwartet. Also auch die Solarbranche nicht. Also das heißt, dort ist enorm was passiert. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, Sonnenstrahlung und Windenergie für eine Stromerzeugung
entsprechend zu nutzen. Und das kostengünstig und, ich sag's mal, idiotensicher. Ja? Weil die Anlagen sind heute verfügbar, das klappt. Also es ist wirklich kein Problem. So. Jetzt haben wir aber den Strom. Und der Strom an sich ist ja immer so, ich muss den erzeugen und muss ihn gleichzeitig verbrauchen. Ja? Das heißt, ich habe ein System, was im Prinzip dann zusammenpassen muss, die Erzeugung und die Nachfrage. So, und wenn wir jetzt uns natürlich hier angucken, draußen ein bisschen duscht, ein bisschen kalt, ja, da ist wenig mit Sonne und naja, Wind war vorhin war schon windig, aber nicht so richtig. Ja. Also das heißt, wir kommen nicht drum rum, wir müssen eine Option finden, um letztlich dieses Angebot, zum Beispiel der Solarstrahlung im Sommer, in irgendeiner Form in die kalten Wintertage zu bringen. Ja. Und dazu müssen wir es irgendwie speichern. Ja. Die einfachste Option ist, wir haben ein Pumpspeicherkraftwerk, was wir ja auch schon seit 100 Jahren können, indem wir Wasser hochpumpen im Sommer irgendwo in den Alpen und im Winter wieder runterlassen. Ja, funktioniert, bloß die Alpen sind begrenzt. Ja. Und die Täler, die wir nutzen können, es werden jetzt zwar mehr, weil die Gletscher abschmelzen und zwar ziemlich schnell, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Ergo müssen wir uns was anderes überlegen. Und bei dem anderen Überlegen bleibt eigentlich außer Wasserstoff, korrigiere mich, du bist der Chemiker, ich nicht, bleibt außer Wasserstoff eigentlich kaum was anderes übrig. Das heißt, wir hätten damit über Wasser, was ja keine begrenzte Ressource ist, vielleicht in manchen Gebieten begrenzt, aber an der Küste und sonst was haben wir ja in der Stelle keine begrenzte Ressource, können wir damit Wasserstoff erzeugen, Wasserstoff können wir speichern, das sind wir in der Gaswelt, das können wir, da haben wir die Erfahrung aus der Erdgaswelt, ja, und können damit ein Gas haben, was dann verfügbar ist, weil es speicherbar ist, wenn die Nachfrage da ist. Und damit können wir an der Stelle, würde ich sagen, sind wir relativ alternativlos. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, die wir machen können, aber alle sind aufwendiger, wir wissen weniger drüber, wir können es weniger, das System ist ineffizienter. Natürlich ist es jetzt so, dass wir das Wasserstoffenergiesystem sukzessive entwickeln müssen. Wir haben Erfahrungen, die zum Teil gut waren, zum Teil weniger gut. Da sind wir noch in der Entwicklung. Aber ich denke, der Weg dahin, der ist, glaube ich, relativ vorgegeben. Durch die Physik, durch die Chemie und durch die Möglichkeiten, die uns als menschlicher Gesellschaft insgesamt zur Verfügung stehen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, wenn wir jetzt wissen, wir haben da wenig Alternativen, wir wollen es umsetzen, Frau Redder, dann hätte ich mal eine Frage. Haben Sie mal einen Tipp, an welchen Begrifflichkeiten und Formulierungen erkennt man denn jetzt, wie weit ist denn die Technologie so in der Gesellschaft, in dem Diskurs gerutscht? Haben Sie da eine Idee davon, wie das aussehen könnte? Vielleicht hat man im Vortrag ja auch ein paar Dinge dazu finden können. Naja, also im Vortrag fand ich eigentlich zweierlei ganz besonders interessant. Es kamen sehr häufig zwar Aberstrukturen und die sind ausgesprochen denkanregend und argumentationsanregend, weil man dann natürlich genau denkt, ja, wenn er schon ein Aber eingesteht, dann muss man da noch mal ein bisschen weiter poolen, ein bisschen weiter nachhaken. Und zum anderen kam doch sehr häufig das Argument, kostet mehr, kostet weniger. Und dann fängt man sich eigentlich an zu fragen, wen denn eigentlich? Wen kostet das was? Wer hat einen Gewinn davon vielleicht auch, wo dann nicht so drüber geredet wird? Und wie sieht das aus? An bestimmten Stellen war auch von systembezogen, systemintern die Rede und mir oder uns ist aufgefallen, dass beispielsweise in der Wasserstoffstrategie der Nationalen sehr häufig von Systemdienlichkeit gesprochen wird. Welchem System denn eigentlich? Was sind da die Interna? Und was ist die Vorgeschichte dann davon, wenn man diese Interna bedient? Und was ist die Nachgeschichte? Wo kann da angesetzt werden? Und da denkt man natürlich auch jetzt jenseits der technischen Lösungsmöglichkeiten, was heißt das denn eigentlich für das Exportland? Was sind da die Voraussetzungen, die notwendigen Voraussetzungen aus technischer Sicht, aber auch die gesellschaftsstrukturellen, die sozialen, die politischen Voraussetzungen, die gegeben sind. Und was hat das Land eigentlich davon? Ist das jetzt nur ein weiterer Exporteur und damit wird Gewinn von bestimmten gesellschaftlichen Schichten in diesem Exportland gemacht? Oder hat die Bevölkerung was davon, wenn man zum Beispiel dran denkt, dass also die letzte Karte, die publiziert wurde, zuletzt war sie, glaube ich, auch in der FAZ, über die Stromausstattung in Afrika, dann sind da die meisten Länder noch so, dass auf dem Land
die Bevölkerung noch nicht mal am Strom angeschlossen ist. Das heißt, die Redeweise davon, dass man darauf achten muss, jetzt bei unserer ganzen Importstrategie die Energiewende im Exportland nicht zu unterbinden und zu behindern, da ist von Energiewende überhaupt noch gar nicht die Rede. So weit ist man da noch gar nicht. Also da auch noch mal nachzudenken und zu diskutieren, das wären Dinge über unsere Diskussionen hinaus, die wir aber anstoßen können. Vielen Dank, Frau Ritter. Ein sehr interessanter Beitrag. Und ja, ich werde jeden Satz, den ich formuliere, mehrmals lesen zukünftig. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Referenten, an die schönen Beantworter, Beantworterinnen, ja, und ans Publikum. So Moderation ist ja immer so eine Grenzerfahrung. Ja, ungeduldige Fragesteller und die Reihenfolge stimmt nicht und die Wege sind zu lang und die Antworten passen nicht. Aber es gibt dann auch so schöne Momente wie jetzt, ne? Weil jetzt hören wir die Fragen, die Antworten auf die Fragen. Und ich frage mal ganz unbekümmert, wer möchte starten? Wer möchte vorlegen? Schöner Moment, ne? Nein. Also ich weiß ja, dass du auch heftig an Wasserstoff forschst. Wie wäre es denn mit dir? Ja. Ja. Gut, kein Problem. Dem stelle ich mich. Also ich finde, Wasserstoffforschung ist ein integratives Problem. Also wir haben Technik, wir haben Akzeptanz, wir haben Ökonomie. Und genau aus dem Grund arbeiten wir in dieser Arbeitsgruppe Wasserstoff der Akademie der Wissenschaften zusammen. Und ja, jetzt gucke ich mal, wer das toppt. Wer möchte als Nächster? Das war jetzt aber ein besonderes Statement, muss ich sagen. Also ich möchte vielleicht so ein bisschen mit was auf den Weg geben. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass eben, wie gesagt, Wasserstoff und die Einbindung von Wasserstoff in unser Energiesystem auf den ersten Blick sehr komplex wirkt. Es ist auch durchaus komplex, aber es ist ziemlich sicher der einzige Weg, diese Transformation wirklich vollständig durchzuführen. Und wir müssen alle wirklich dann auch sehen, dass wir das unterstützen und auch wirklich vorantreiben, weil dadurch, dass es eben viele, viele Facetten hat, jede Verzögerung, es geht nur, wenn alles gleichzeitig vorangeht. Wenn eine Sache nicht funktioniert, dann hört es auf dort. Also wir sehen es bei den Stromleitungen. Wir produzieren Strom und wenn die jetzt in Niedersachsen aufhören, dann geht es eben nicht weiter. Also, und das gilt für diese vielen Facetten beim Wasserstoff auch. Und da müssen wir alle im Grunde ja unseren Beitrag leisten. Vielen Dank, Michael. Thomas, ich sehe, du greifst zum Mikro, ne? Los. Ich habe keinen besonders weisen Satz, aber ich wollte das gerne noch unterstützen. Also, wie wir schon festgestellt haben, gibt es viele Technologien, viele Facetten. Wir werden alle brauchen, also es wird ein vielfältiger Markt an Optionen und jeder kleine Baustein hilft. Und auch wenn die Effizienz noch nicht so groß ist, das hatten wir eben auch mal als Frage, muss man sich immer überlegen, ist alles besser als das, was wir heute haben? So ein Benzinmotor läuft auch nur mit 24%. Also Wasserstoff ist eine schöne Sache. Ich komme gerade von einer Konferenz aus Shenzhen, eine der modernsten Städte in China. Da ist genau umgedreht wie hier. Es gibt nur 1% Verbrenner, die da rumfahren. Und das sind BMW, Mercedes und Rolls-Royce. Alles andere ist elektrisch. Das ist eine Riesenstadt. Und wenn man da durchgeht, es ist ruhig, es stinkt nicht. Es geht immer so. Und es ist einfach eine tolle Sache und wir können dabei nur gewinnen, wenn ich hier als Fußgänger durch Hamburg gehe, jetzt gerade im Winter, dann rieche ich den Verkehr. Vielen Dank, Thomas. Dann Martin, bitte. Ja, also mit der Genialität der Statements meiner Kollegen kann ich, glaube ich, da nicht mitkommen. Aber ich würde mal vielleicht postulieren wollen, dass wenn wir in die Zukunft schauen, wird die Energieversorgung letztlich bunter. Wir werden mehr Möglichkeiten sehen, wir werden mehr Optionen sehen. Die Energieversorgung wird komplexer, aber ich glaube, wir haben durchaus die Chance, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, zumindest soweit ich die überblicken kann, dass wir ein wirklich nachhaltiges Energiesystem aufbauen und damit die Chance eröffnen, dass wir eben zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, nicht von den Ressourcen dieser Erde ausschließlich zu leben, sondern auch von dem zu leben, was an Energieströmen von der Sonne laufend kommt. Und damit ein Energiesystem aufzubauen, das dann wirklich nachhaltig sich darstellt. Und das, glaube ich, ist eine große Aufgabe, ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns stellen müssen
und damit die Chance haben, dass unsere Kinder und Kindskinder eben dann nicht in der Wüste Hamburg leben, sondern in einem lebenswerten Hamburg, wie wir es heute kennen. Ja, vielen Dank, Martin. Ja. Liebe Frau Redder. Ich kann nur noch sagen, wir sollten uns alle zu einer Lobby zusammenschließen und entsprechend dann auch bei Markus Lanz oder sonst wo argumentieren und das Ganze zurechtrücken, soweit wir es verstanden haben, soweit wir weiterdenken und soweit wir da auch drin sinnvolle gesellschaftliche Ziele sehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie alle, dass Sie hergekommen sind, dass Sie Interesse gezeigt haben, Fragen gestellt haben, mit uns diskutiert haben. Wir nehmen alle mit, Wasserstoff ist ein großes Thema, wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Es gibt die Chance für ein nachhaltiges Energiesystem und wir haben gesehen, das mit dem einen Satz ist ganz schön schwierig. Vielen Dank für Sie, an Sie alle, für diesen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.